Ja, schönen guten Abend zu Brisant. Ja, Sie haben es vielleicht schon gehört, Thomas Gottschalk kommt zur ARD. Das ist natürlich auch uns einen freudigen Beitrag wert. Später dazu mehr in unserer Sendung. Wenn ein Kind im Urlaub ertrinkt, dann geht es verständlicherweise sofort um die Frage, wie das passieren konnte und wer die Verantwortung trägt. Die hat in diesem Fall wohl möglich ein Hotelbetreiber fahrlässig missachtet. Denn das deutsche Mädchen ertrank in einem bulgarischen Urlaubspool, der nicht gesichert war und in dem kein Kind hätte schwimmen dürfen. Grundsätzlich ist aber jeder zu verstehen, der in diesem Sommer verreist. Die Sonne ist schließlich auch weg. Wenn Sie den Wetterprognosen für den Sommer 2011 trauen, dann haben wir einen durchwachsenen Rest-Juli vor uns und einen ähnlich bescheidenen August. Jetzt können wir noch hoffen, dass die Prognosen irren. Ostseeurlaub sieht derzeit so aus. Strandkorb nicht am, sondern im Wasser. Der Norden war es auch, den das Unwetter diesmal am schwersten erwischt hat. Ja, bei den Wettermoderatoren ist es nicht anders. Heute ist Jörg Kachelmann das erste Mal nach seinem Freispruch öffentlich aufgetreten. Nebenbei, es ist heute sein Geburtstag, 53 ist er geworden. Darum ging es allerdings weniger in Zürich, mehr um seine Zukunft. Und die hat mit Wetter zu tun. Nach viel Tief kommt nun ein Hoch und endlich hat sein Herzensthema auch die Aufmerksamkeit, die er sich immer gewünscht hätte. Hat die Polizei im Kriminalfall Maria Bögerl versagt? Und sind die Gerüchte schuld am Selbstmord des Ehemannes und Vaters von zwei Kindern, die die Entführung und Ermordung der Mutter erdulden mussten? In einer Todesanzeige äußern sich die Kinder erstmals. Sie sprechen darin von erfolglosen polizeilichen Ermittlungen. Thomas Bögerl habe zudem die so wörtlich unsäglichen Verleumdungen nicht mehr ertragen können. Die Gerüchteküche im Ort hatte ihn verdächtigt, in den Mord an seiner Frau verwickelt zu sein. Der 56-jährige ehemalige Sparkassenchef hatte sich am Sonntag in seinem Haus erhängt. Warum, ist unklar. Ja, wie ist der Schritt der Kinder in die Öffentlichkeit zu verstehen? Bernd Schlecker begleitet den Fall für die ARD seit 14 Monaten. Wir wollen ihn dazu fragen. Bernd, aus diesen Zeilen spricht viel Bitterkeit. Wie ist die Traueranzeige der Kinder einzuschätzen? Bernd Schlecker, denke dennoch für diese Einordnung, denke ich, heute an diesem Tag war das notwendig. Und die offenen Fragen bleiben sicherlich in diesem Fall. Erst einmal vielen Dank. Wir machen weiter mit Meldungen des Tages und die beginnen mit einer Selbsttötung. Im Mordfall Michaela Aisch aus München, einem 8-jährigen Mädchen, hat es nie einen Prozess gegeben. Ein Kindergrab, ja. Eine Familie, die ihr Glück verloren hat, aber nie ein Täter. Nie hatte die Familie die Chance, diese Wunde heilen zu lassen. Doch jetzt, nach 26 Jahren, hofft die Polizei, den Fall mit einem Massengentest an knapp 2000 Männern aufklären zu können. Wir finden ja schon lange, dass es neben den großen Themen der Tagesschau noch weit mehr zu berichten gibt. Das findet auch Thomas Gottschalk und wird dies bald kundtun in seinem neuen beruflichen Zuhause, der ARD. Willkommen, Thomas Gottschalk, sagen wir. Wobei es vielleicht manchen gibt, der nun seinen Stuhl noch etwas fester hält. Aber wir freuen uns. Ja, dann freuen wir uns doch, dass er bald bei uns flimmert. Und er kennt sie natürlich alle, auch Sie, La Schiffer, Claudia Schiffer, das Supermodel, gastiert gerade in Berlin, um Mode für kalte Wintertage vorzustellen. Wäre ja vielleicht auch schon was für jetzt. Was die Besucher aber vor allem fröstelte, war nicht der Sommer, sondern die zarte Gestalt der schönen Frau. So, eine wirklich große Geschichte hat sich nicht bei der Bahn, sondern beim Münchner Flughafen ereignet. Dort ist ein Flugzeug gefändet worden. Das ist deshalb brisant, weil es dem Hoffnungsträger Thailands gehört, dem Kronprinzen. Der kommt sehr gern mal nach Deutschland mit seiner Boeing zum Erdbeerpflücken, auch mal Currywurst essen. Nur zurück ging es diesmal für ihn nicht. Hintergrund ist eine alte Forderung des insolventen Baukonzerns Walter Bau. Und da geht es um Millionen. Ja, und so lange ist Deutschland sehr bemüht, dass das nicht zur größeren Affäre wird. Die Frau, von der wir uns gern mal eine Scheibe abschneiden, ist heute sie, Kronprinzessin Victoria. Zum ersten Mal, seit sie auf der Welt ist, und das sind immerhin jetzt 34 Jahre, hat es an ihrem Geburtstag geregnet. Denen geht es also dort auch nicht besser als mit uns mit diesem Sommer. Doch Victoria strahlte, bestens abgeschirmt, wie man sieht, und ihr Volk jubelte und bekam vom Schlosspersonal warme Getränke gereicht. Na bitte, das ist Schwedens Hoffnung. Der dänischen Königin ging es übrigens nicht sehr viel besser, aber auch sie weiß, was hilft. Und wir wünschen Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende, trotz des Wetters. Tschüss.